Hallo, mein Name ist Attila Digilitas. Ich bin realer Selbstverteidigungstrainer. Und zwar möchte ich euch heute Realtechniken zeigen, wie kann ich mich von einem Würgegriff befreien in einem Alltag, ob man Mann ist oder Frau ist. Versuch der Schwitzkastenangriff. Wenn ich angegriffen werde, sollte ich sofort reagieren und mich vorbeugend befreien, bevor er mich in den Schwitzkasten nimmt. Dabei ist wichtig, dass ich mein Kinn nah an meine Brust halte und an den Körper meines Gegners drehe und von hinten meinen Kopf befreie. Während ich das mache, drücke ich entweder mit meinem Ellbogen den Gegner weg oder während ich ihn mit der einen Hand wegdrücke, den Gegner mit der anderen Hand in den Unterleib treffen, damit er kampfunfähig wird. Bei beiden Varianten schlage ich nach der Befreiung den Gegner von hinten mit offener Hand auf den Kopf oder trete ihn zusätzlich, damit er mich nicht weiter attackieren kann. Danach entferne ich mich sofort von dem Gegner und währenddessen scanne ich die Umgebung nach Mittätern, Fluchtwegen oder um Hilfe zu suchen. Schwitzkastenangriff. Wenn ich zu spät reagiere und ich stecke bereits im Schwitzkasten des Gegners, dann gibt es wichtige Punkte zu beachten. Erstens wichtig ist, dass der Gegner nicht hinter mir steht. Dafür setze ich ein Bein seitlich und achte darauf, dass der Gegner mittig vor mir steht. Zweitens, ich halte meinen Kinn nah an meiner Brust und drehe mich an den Körper meines Gegners, damit er nicht auf meine Luftröhre drücken kann. Drittens, gleichzeitig schlage ich mit offener Hand in seinen Unterleib und die andere Hand greift von hinten in sein Gesicht und drückt das Gesicht nach hinten. Viertens, dabei muss ich meinen Körper gerade aufrichten, wie beim Gewichtheben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, werden wir uns freuen, wenn ihr uns liked und abonniert. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns gerne kommentieren. Bis zum nächsten Mal.